1946 beginnt der Aufbau eines optischen Werks in Oberkochen und 1952 eines Glaswerks in Mainz. Mit über 9 Millionen Mark, zum größten Teil aus Marshallplanmitteln, entstand in Mainz ein neues, leistungsfähiges Werk der berühmten Jenaer Glaswerke. Das in der Ostzone liegende Stammhaus des Unternehmens wurde von der ostzonalen Regierung enteignet. Das neue Mainzer Werk kann nun wieder die gesamte optische Industrie Deutschlands beliefern und seine großen Exportaufträge erfüllen. Mit der Verschärfung des Kalten Krieges wird die anfängliche Zusammenarbeit zwischen Ost und West unmöglich. Schon 1949 wird der Sitz der Stiftung nach Heidenheim verlegt. Es existieren damit zwei Carl Zeiss Stiftungen in zwei deutschen Staaten. In wenigen Werken von Weltsichtbarkeit ist so das deutsche Schicksal markiert wie in diesem Im Westen gibt es bald wieder die wichtigsten Sozialleistungen nach dem Stiftungsstatut. Aber zunächst keine Wissenschaftsförderung und keine Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen mehr. Die enteignete Stiftung in Jena beschränkt sich auf soziale und gesellschaftliche Aufgaben. In wenigen Jahren werden beide Unternehmen in ihren jeweiligen Wirtschaftssystemen zu Technologieführern der Optik- und Spezialglasindustrie. Die Stiftungen in Ost und West streiten seit 1954 vor Gericht erbittert um die Firmennamen und die weltberühmten Warenzeichen. Erst Jahrzehnte später kommt es zu einer Einigung. Währenddessen landet die Apollo 11-Mission erstmals auf dem Mond. Das lichtstärkste Objektiv der Welt, das Planar 50 mm von Zeiss, hergestellt mit optischen Gläsern von Schott, sorgt dabei für brillante Bilder. Gesagt, ihr seid gut gerüstet, um den Anforderungen gerecht zu werden, die sich aus der ökonomischen Strategie unserer Partei mit dem Blick auf das Jahr 2000 herleiten. Für mehr als 4 Jahrzehnte bleibt die Carl Zeiss Stiftung ein Spiegelbild der fundamental unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Systeme. Als am 9. November 1989 in Berlin die Mauer fällt, ist das Ende des DDR-Regimes absehbar. ...1990 erklären die Unternehmen, dass sie den Zusammenschluss in einer Carl Zeiss Stiftung anstreben. Ein denkbar schwieriges Vorhaben. Im Westen zwei mittelständische Unternehmensgruppen mit über 30.000 Mitarbeitern weltweit, in Jena das Vorzeigekombinat Carl Zeiss mit rund 30.000 Mitarbeitern. Wie geht das zusammen? Zeiss Oberkochen und Schott Mainz übernehmen Schritt für Schritt die Geschäftsanteile ihrer wieder privatisierten Stammwerke in Jena. Die Wiedervereinigung der Carl Zeiss Stiftung und ihrer Unternehmen gelingt, aber nur mit schmerzhaften Kompromissen und mit erbitterten Kämpfen zwischen Jena, Oberkochen und Mainz. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben zur spontanen Selbsthilfe gegriffen und das Tor besetzt, um die Werkleitung zu einem Gespräch zu zwingen. Schließlich ist der Weg frei für eine Renaissance der Stiftungsidee Ernst Abbes. Mit der grundlegenden Stiftungsreform von 2004 wird die Struktur von Stiftung und Stiftungsunternehmen an die Rahmenbedingungen einer globalen Weltwirtschaft angepasst. Der Geist der Stiftung und die Prinzipien von Ernst Abbe bleiben dabei erhalten. Die verbesserte unternehmerische Handlungsfähigkeit steigert schnell den wirtschaftlichen Erfolg der Stiftungsunternehmen. Und je höher die Eigenkapitalquote der Stiftungsunternehmen ist, desto höher fällt die Dividende an die Stiftung aus. So ist es im neuen Stiftungsstatut festgeschrieben. Mit diesen Mitteln kann die Carl Zeiss Stiftung ihre Kernaufgabe wieder in vollem Umfang wahrnehmen. Seit 2006 werden systematisch Doktoranden, Postdoktoranden und Juniorprofessuren an Hochschulen der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen gefördert. Ergänzt werden diese zertifizierten Förderprogramme durch die Finanzierung von Stiftungsprofessuren, durch die Rückberufung besonders erfolgreicher Nachwuchswissenschaftler aus dem Ausland und durch Deutschlandstipendien für begabte Studierende in den MINT-Fächern.
Die Carl Zeiss Stiftung versteht die Förderung junger Wissenschaftler und die Forschungsarbeit auf innovativen Wissensgebieten als wichtige Investition in die Zukunft. Ganz im Sinne von Ernst Abbe, der dies schon vor über 125 Jahren erkannt hat und der mit Weitblick dafür sorgte, dass sein Wille auch heute noch in die Tat umgesetzt wird.